Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir fahren jetzt gleich in die Stadt. Es ist heute Samstag und wir sind vorvorgestern aus Paris zurückgekommen. Da habt ihr mich das letzte Mal oder uns das letzte Mal gesehen. Und ich habe damit geendet, dass was nicht so Schönes passiert ist, aber dass ich mir diese Reise nicht kaputt machen lassen möchte. Und das ist jetzt aber auch der Grund, weshalb wir in die Stadt fahren. Ich kann es kaum glauben und ihr habt es am Titel schon gehört. Aber mein wunderschöner neuer Schatz, huch, Gott, ist kaputt. Da ist nämlich die Naht hier nicht richtig vernäht worden. Und für alle, die nähen können, die sehen hier, dass das hier überall eine einfache Naht ist. Und hier, kannst du ja in der Kamera ein bisschen schlecht kennen, aber hier ist so eine Doppelnaht. Damit schließt man eine Naht, ja, damit sie nicht aufgeht. Und ich vermute, dass sie hier beim Ansetzen, als sie angefangen haben zu nähen, weil das wahrscheinlich das Ende ist, dass sie hier nicht richtig versiegelt haben. Und für eine Tasche von 4.600 Euro geht das einfach mal überhaupt gar nicht. Ich habe die Tasche 2 Tage, 3 Tage getragen und das geht schon auf. Also man sieht auch, dass da nichts gerissen ist, sondern dass das einfach nicht richtig verarbeitet ist. Das habe ich noch nie in irgendeinem Video bei einer MS-Tasche gehört. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber manchmal höre ich habe es selber noch nie erlebt, aber sagt der ein oder andere, ja, die Qualität bei Chanel irgendwie lässt nach. Und ich denke mir gerade so, okay, ich erlebe hier gerade das völlige Gegenteil. Wir haben das festgestellt, als wir am Flughafen in Paris saßen. Ich saß da. Und irgendwie habe ich die Tasche dann so gedreht und denk so, hä? Dachte erst, ich gucke irgendwie nicht richtig. Und irgendwie hinsetzen. So, ihr steht jetzt hier in meinem silbernen Tablett. Ich dachte erst, ich gucke nicht richtig, dass hier das an der Tasche ist. Also, ich habe daraufhin, sobald wir in Hamburg gelandet sind, bei MS angerufen und haben sich vielmals dafür entschuldigt. Ein Austausch ist wahrscheinlich ausgeschlossen, weil die Tasche halt, ja, wir wissen es, ich habe seit Monaten danach gesucht, kaum zu bekommen ist. Und selbst dann, so wie sie das formulierte, müsste die Tasche nach Paris zurückgeschickt werden. Also nicht, weil wir sie in Paris gekauft haben, sondern weil in Paris halt einfach die Taschen hergestellt werden. Dann muss das, ja, behoben werden, der Fehler. Das Ganze wäre auch kostenneutral, natürlich, aber dauert mehrere Monate. Ich habe jetzt nach so langem Suchen diese Tasche endlich in meinen Händen, habe so eine wunderschöne Zeit mit ihr in Paris verbracht. Und jetzt soll ich diese Tasche für mehrere Monate hergeben? Also, ich glaube, also ne, ich weiß gar nicht, also ich bin so enttäuscht und traurig und wollte damit aber nicht den letzten Vlog beenden, weil Paris war so schön und ich versuche mir jetzt, so wie ich wieder bin, einfach das Positive vor Augen zu halten. Ich habe sie in Paris bekommen, sie ist mein, man kann sie mir nicht mehr nehmen, selbst wenn ich jetzt monatelang diese Tasche nicht habe. Ich kaufe meine Taschen ja nicht, um sie jetzt dann kurzfristig dann viel zu tragen, sondern ich will sie ja auf lange Sicht dann viel tragen. Und selbst wenn sie dann erst in ein paar Monaten wiederkommt, dann trage ich sie halt danach. Den Preis habe ich heute bezahlt, wenn es dazwischen eine Preiserhöhung gibt. Ich bin nicht betroffen, weil es ist ja meine Tasche. Und wir hatten wunderschöne Tage in Paris. Wir hatten traumhaftes Wetter. Wir haben so viel Wunderschönes erlebt. Ich durfte die Tasche dort tragen. Es fühlt sich gerade wie so eine Leihgabe für Paris irgendwie an. Und ja, deshalb die Pläne für heute. Wir machen uns jetzt fertig. Wir fahren jetzt in die Stadt. Ich werde das jetzt einmal alles zusammenpacken. Und mega toll, heute ist auch richtig schön regnerisches Wetter. Damit laufe ich natürlich total gerne mit einer Tüte, mit einer 4.600-Euro-Tasche so durch die Gegend. Ich werde die gleich irgendwie noch in irgendeine andere Tüte gut verpacken, dass da nichts nass wird oder ja, weiß ich nicht was. So, herzlich willkommen im neuen Vlog, herzlich willkommen mit den neuen News, aber wir lassen uns das Lächeln nicht nehmen und sind einfach positiver Dinge und schicken ganz viel positive Energie ins Universum. Ne?
So, ich habe sie wieder eingepackt. Mal gucken, wann wir uns wiedersehen. Tschüss. Wir sind jetzt gerade wieder nach Hause gekommen und ich mache gerade die Eiweißsuppe warm. Gestern, warte mal, ich muss immer abstellen. Ich mache gerade die Eiweißsuppe warm. Die gab es gestern schon. Da haben wir noch einen Rest von, plus zwei Brötchen von gestern und vorgestern. Die backe ich gerade im Ofen auf, die machen wir noch mit Aufschnitten, müssen wir nachher aber unbedingt einkaufen gehen, weil wir waren jetzt noch gar nicht so richtig einkaufen, wir haben immer nur das gekauft, was wir gerade brauchten. Ja, kurze Story auf jeden Fall zu Hermes. Die Tasche geht jetzt nach Paris und wenn ich Glück habe, kriege ich sie vorm Sommer. Und halt, wenn ich kein Glück habe, dann dauert das halt ein bisschen länger. Ich versuche mich jetzt gerade so ein bisschen emotional davon auch zu lösen. Beziehungsweise, wie ich zu Kevin vorhin auch sagte, es fühlt sich gerade so an, als hätte ich die Tasche so für Paris geliehen gehabt. Geliehen bekommen gehabt. War es richtig? Egal. Ich habe sie, ja, geliehen bekommen. Ich konnte sie tragen. Und jetzt fühlt sich das gerade so an, als hätte ich 5000 Euro verloren. Oh Gott, also das Ding ist ja, ich krieg sie ja wieder, aber es fühlt sich gerade ganz komisch an. Deshalb gab es ein bisschen Frustshopping. Mache ich da ganz, ganz selten. Und das sind auch Dinge, die schon längere Zeit auf der Liste stehen. Beziehungsweise, was heißt Ding? Das ist eine Sache oder zwei. Erstmal haben wir hier natürlich den Karton wieder mitgebracht. Den wollte ich nicht da behalten. Hast du schon mal getrunken? Ja. Ich habe dir aber auch schon wieder was eingefüllt. Suppe ist auch quasi fertig, da werden wir nicht wirklich von satt von, aber wir haben ja noch die Brühe. Ja, die brauchen noch 6 Minuten. So, wir haben gekauft bei Zara Home. Einmal sind wir bald auf eine Hochzeit eingeladen. Und ich habe im Internet, ich glaube, ich erzähle das lieber nicht, weil Kevin sagte, dass die manchmal unsere Vlogs gucken, unsere Videos gucken. Okay, ich sage euch nicht, was wir da gekauft haben. Es geht im Grunde mehr so um die Art und Weise, wie man das Geschenk verpacken kann, aber das zeige ich euch dann später. So kurz vor der Hochzeit. Ich will ja hier nichts spoilern. Aber ich wollte für unser Zuhause immer noch so einen Korb haben. Im Grunde seit 2 Jahren, weil wir hier wohnen. Gesundheit! Seit wir hier wohnen, wollte ich einen Korb haben für die. Sag mal! Shine is huge! Ich muss euch erst das andere zeigen, was wir gekauft haben, weil Kevin macht damit jetzt nicht was. Wir haben uns Hogwarts Legacy gekauft. Oh, die Deluxe Edition. Die Deluxe Edition verlinke ich euch unten, wenn ihr auch spielen wollt. Die ist ja jetzt seit, was sagtest du, 1,5 Wochen ist sie draußen? 10, glaube ich, rauskommen, 10 davor. Richtig cool. Und wir haben so ein bisschen auf Twitch schon mal reingeguckt bei so Streamern wie Climax haben das gespielt, ne? Und wer noch? Kann ich das in deinen Box legen? Kannst du da reinmachen. Wenn wir noch alle spielen. Und Kevin wird das jetzt installieren, dann können wir das nämlich nachher spielen. Das ist so ein Highlight, was diesen Tag zu einem guten Tag macht. Denn ich gucke immer, wenn nicht so schöne Sachen an den Tag sind, was man machen kann, dass sie doch zu einem schönen Tag werden. Und das wird der Fall sein. Wahrscheinlich werde ich tausendmal fluchen, weil ich nicht weiß, wie ich spielen soll. Aber der macht nicht das, was ich denen sage. Der macht nicht das, was ich denen sage. Der macht nicht das, was ich mache. Ich habe doch da einen gemacht. Ich mache das genauso, wie der das so gemacht hat. Ja. Macht der das nicht? Der macht das nicht. Kannst du das Besteck noch mitnehmen? Der Schatz, kannst du das für mich machen? Ich schaff das nicht. Kannst du das für mich machen? Ja. Wir stehen das zusammen. Oh, Neugeruch. Was du hier halt auch Jeremy Frank. Ja. Ja. Power! Woo! Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Aber wir waren ja eigentlich gerade bei Zara Home. Und eine Sache, die ich schon seit 2 Jahren haben will, und zwar richtig spektakulär. Reintun kann. Haben 1000 Leute zu Hause, wollte ich seit 2 Jahren haben, hatte ich nie Bock, aus das Geld dafür auszugeben. Heute war der Tag, wo ich gedacht habe, scheiß drauf, ich kaufe den jetzt.
ich will den jetzt haben. Wir waren nämlich bei Zara Home wegen einer anderen Sache. Der hat gekostet 49,99. Es gab noch eine größere Variante. Erst wollte ich tendiere immer dazu, immer so das Größte zu nehmen, weil ich das toll finde. Ich finde das immer gut, wenn das nicht so das Kleinste ist. Kommt jedenfalls immer drauf an, um was es geht. Bei Taschen ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber auch das hier, guck mal, so eine super Einkaufstasche, so für den Wochenmarkt. So anstelle von so einer Birkin 40, kann man auch super für 50 Euro bei Zara hier so einen Chopper bekommen. Und dann so seine Äpfel und Birnen und Bananen und alle reinpacken. Richtig cool. Nein, also wir wollen ihn halt nutzen für die Decken und der ist halt auch so slouchy. Seht ihr, der fällt so ein bisschen in sich zusammen. Richtig, richtig cool. Der hat auch eine Artikelnummer. Vielleicht kann ich euch den verlinken, falls ihr sowas auch noch nicht habt oder bisher auch noch nicht bereit wart, das Geld dafür auszugeben, so wie ich. Ja, der wird auf jeden Fall gleich eingeweiht, weil wir legen zwar die Decken, beziehungsweise da muss ich Kevin loben, er noch mehr als ich, legt die Decken immer richtig schön zusammen und dann liegen sie aber trotzdem auf der Couch und ich merke das manchmal so, wenn ich irgendwie im Vloggen vorbeigehe und das in der Kamera sehe, dass es mit den Kissen zusammen trotzdem so ein bisschen unruhig wird, deshalb sollen die ihren eigenen Platz bekommen. Das werden wir gleich noch machen, aber erstmal wird jetzt gegessen und getrunken, weil wir haben heute Morgen gefrühstückt. Das ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Hello, heute ist Sonntag. Wir machen jetzt einen wunderschönen Sonntagsspaziergang. Ich habe mich jetzt schon einmal warm genug angezogen, auch einen Schal umgemacht. Vielleicht ist es ein bisschen kühl. Wir waren richtig produktiv heute Morgen und haben. Wie viele Stunden haben wir Hogwarts Legacy gespielt? Heute? Ja. Drei. Drei. Und gestern? Auch drei. Auch drei. Also wir sind voll die Suchtis von dem Spiel jetzt am Wochenende. Aber deshalb haben wir es gestern auch gekauft, damit wir es jetzt ganz viel spielen können. Aber weil das Wetter einfach wunderschön ist und hier ist vorhin übrigens wieder ein Eichhörnchen längs gekrabbelt, voll süß, aber jetzt ist nicht mehr zu sehen. Ja, damit wir aber mal ein bisschen rauskommen, werden wir jetzt eine Runde spazieren gehen und dann ein Döner essen gehen. Und ja, da freue ich mich jetzt ganz toll drauf. Ich bin aber vor allem froh, dass heute Morgen, als ich aufgestanden bin, weil ich wusste, dass ich ganz, ganz lange an diesem Spiel hängen werde, dass ich direkt meinen 10-Minute-Apps-Workout gemacht habe. Das war echt anstrengend, aber fühlt sich gut an, das schon geschafft zu haben. So, ihr Lieben, ich kann ja nicht den ganzen Tag mehr Hogwarts Legacy spielen. Ich habe jetzt das Video zur Levita-Agenda für euch gedreht. Also, falls ihr das am Freitag verpasst haben solltet, ich verlinke euch das unten nochmal. Aber jetzt wird auf jeden Fall weiter gezockt. Es macht so viel Spaß, dieses Spiel. Es ist so toll. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe früher super gerne Nintendo 64 gespielt. Super Mario und Zelda Ocarina of Time, das fand ich so toll. Und ich bin auch so jemand, mir geht es nie darum, so ein Spiel zu Ende zu spielen. Ich habe auch noch nie in meinem ganzen Leben ein Spiel zu Ende gespielt. Bis auf It Takes Two mit Kevin zusammen. Weil Kevin ist so jemand, der spielt das Spiel, auch um es dann final durchzuspielen. Und mir geht es aber mehr um das Erleben und um das Spielen selber. Ich bin auch total die Sammlerin. Ich sammle immer alles ein. Geld, Münzen, Steine, egal was man irgendwie sammeln kann. Ich finde das ganz toll, das alles einzusammeln. Und ich habe jetzt auf der PlayStation in den letzten 2 Jahren einmal Witcher gespielt. Das fand ich richtig cool vom Spielaufbau her. Aber es war mir manchmal so ein bisschen zu gruselig. Deshalb ist es wahrscheinlich auch erst ab 18. Ich glaube, ich bin dafür noch nicht reif genug. Dann habe ich jetzt zuletzt Horizon gespielt. Das fand ich auch total toll, weil das war nicht mehr so gruselig, weil das waren nicht mehr so Zombies, sondern mehr so Maschinen. Aber jetzt war man zuletzt die ganze Zeit in so einer Metallfabrik-ähnlichen Geschichte oder so. Das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie nicht so schön. Und jetzt Hogwarts Legacy, das erinnert mich. Ich meine, ich habe es jetzt erst seit gestern gespielt. Aber wir sind schon auf Level 13 sind wir, glaube ich, gerade. Auf jeden Fall erinnert mich das total eher so an Zelda, weil es auch so positiv irgendwie ist und so diese Zauberei, dieses Magische, ich weiß nicht, finde ich richtig, richtig, richtig toll. Wir haben sogar, Kevin hat darauf verstanden, die Deluxe Edition und damit hat man dann so ein besonderes Outfit mehr und den Felix Felicitas Rezept, das man dann bauen kann. Und irgendwas war da noch mit Testral oder Hypogreifen. Mir wäre das nicht so wichtig gewesen, aber Kevin wollte das gerne. Und deshalb haben wir das auch gekauft. Und ich freue mich, wenn er sich freut.
Ja, voll süß. 15 Euro Unterschied waren das nochmal, aber tschak. Eigentlich haben wir genug Geld jetzt in Paris ausgegeben, aber das musste echt sein. Ja, ich würde sagen, spiele ich doch mal weiter. Und ich habe hier meine Jogginghose an, aber mein Kuschelpullover. Wollte ich unbedingt für das Louis Vuitton-Video anziehen, damit das so ein schöner, schlichter Kontrast ist und die Agenda ganz hervorragend zu meinem Sitz zur Schau kommt. So, ihr Lieben, Feierabend für heute. Der Montag ist wieder vorbei und ich habe heute nochmal den schönen Pulli angezogen und heute mit meiner schönen Hose von Philippa K. trage ich so, so gerne und das ist so schön, dass sie so blickdicht ist und dann mit dem kleinen Kelly-Gürtelchen. Es ist Feierabend und das heißt, dass ich jetzt wieder Hogwarts weiterspielen werde und da steht mein Stepper, der ist jetzt gerade angekommen und oder vorhin ist er, heute Morgen ist er angekommen und den will ich jetzt auspacken und dann ist nämlich der Plan zu gucken, ob ich während des Spielens steppen kann. Denn das habe ich früher mal gemacht. Also ich habe dabei nicht PlayStation gespielt, aber ich war immer auf dem Stepper und habe mir dann irgendwie eine Serie angeguckt oder so. Und es geht total gut. Vor allem habe ich immer gesagt, nein, du machst dir die Serie erst an, wenn du auf dem Stepper stehst. Und dann war ich immer so eine halbe Stunde, manchmal auch 60 Minuten auf dem Ding. Und das ist total effektiv. Ist Cardio-Training, trainiert so ein bisschen die Muskulatur. Und ist ganz gut, glaube ich, auch für die Beine. Genau, ich habe mir noch einen Tee gemacht, den werde ich jetzt als erstes zum Feierabend einmal trinken. Irgendwie war mir heute nach einem Feierabendtee und keinem Feierabend-Eiskaffee, nämlich wegen diesem Wetter. Fürchterlich, oder? Fürchterlich. Ja, aber egal, wir genießen jetzt den Feierabend und ja, spielen ein bisschen Hogwarts. Ich habe mir jetzt erst noch meine Gesichtsmaske von Kiehl's drauf gemacht. Da hatte ich noch eine Probe von, die Maske hatte ich aber in der Vergangenheit auch schon mal als fertigen Topf und die prickelt jetzt so leicht auf der Haut. Da merkt man so die Reaktion. Und irgendwie dachte ich, die Tür geht auf, aber irgendwie würde ich mir das meinen. Ich glaube, weil ich, wenn ich vlogge, dann denke ich immer, da kommt jemand. Auch sehr hübsch übrigens unsere Klopapierrolle, aber sie ist sehr hübsch, denn sie hängt auf einem Jupp-Klopapierrollenhalter. Den hatten wir in der alten Wohnung schon. Egal, um den geht's nicht. Aber es hat auf jeden Fall nach anfänglichen Schwierigkeiten richtig gut funktioniert. Ich war 62 Minuten auf dem Stepper und habe dabei Hogwarts Legacy gespielt. Richtig gut. Und die Zeit verging wie im Flug. Ich habe das erste Mal raufgeguckt nach 12 Minuten. Und das nächste Mal, als ich raufgeguckt hatte, waren schon 39 Minuten um. Ich musste zu Anfang, weil man kann den Stepper einmal nach so rauf und runter einstellen und zur Seite. Und ich habe den das erste Mal zur Seite eingestellt gehabt. Das beansprucht dann halt entsprechend auch unterschiedliche Muskelpartien. Und das geht so richtig schön in Italien, habe ich das Gefühl, weil das dann die ganze Zeit so nach rechts und links läuft. Ich habe hier übrigens mein Yoga-Set drunter. Hatte aber den Pullover noch drüber, weil das sonst ein bisschen fresh gewesen wäre. Wobei ich ihn irgendwann ausgezogen habe, weil es dann viel zu warm geworden war. Und genau, noch 39 Minuten das zweite Mal. Und dann waren schon 62 Minuten auf einmal um, wo ich dachte, oh, ich muss jetzt irgendwie immer runter vom Step. Und dann habe ich mich ums Essen gekümmert. Ich lasse die Maske jetzt noch einwirken und dann geht es jetzt ins Bettchen. Morgen ist wieder ein Bürotag und die nächsten zwei Tage danach wahrscheinlich auch. Ich werde es diese Woche jetzt mal probieren, 3 Tage ins Büro zu gehen. Weil wir sollen eine Woche 2, die andere Tage 3 kommen und die 2 fallen mir schon schwer. Und mir geht's ehrlicherweise auch ziemlich schlecht mit dieser Vorstellung, diese Woche 3 Tage ins Büro zu gehen. Das nimmt mir so viel Energie und so viel von meinen, dass ich auf dem Stepper stehen kann, dass ich Sport machen kann. Also von meinen Routinen nimmt mir das irgendwie so viel. Ich muss mal gucken, ob ich das dann abends schaffe, dann. Das ist ja das, was ich momentan probiere, meine Sportroutine auf abends zu verlegen, wenn ich zu Hause angekommen bin. Aber morgen wird es erstmal dann darum gehen, was essen wir. Übermorgen genau das Gleiche und oh ja. Das ist irgendwie etwas erschöpfend. Aber jetzt erstmal gute Nacht. Feierabend. Hast du was an? Ja. Noch nicht ganz. Ich bin gerade nach Hause gekommen und Kevin auch. Und wir machen gerade das Abendbrot. Und ich habe heute alle Details zu einer neuen Kooperation für uns bekommen. Sie wird kulinarisch und den Rest erzählt Kevin euch. Ich weiß, da was darf ich denn sagen, was nicht. Das du darfst alles sagen, wir schreiben hier groß Werbung drüber, dann ist alles möglich. Wir haben eine Kooperation-Anfrage bekommen von Just Spices, den Gewürzhersteller Nummer 1. Ja, cool.
Welche Gewürze benutzt du am liebsten? Oder welches benutzt du am liebsten? Stullenspice. Auf jedes meiner geschmierten Brote kommt Stullenspice. Auf die Bananenbrote, meine ich. Genau. Auf die Käsebrote, ne? Auch, ja. Und Frischkäse mit Gurke und Walnüsse und Cashewnüsse. Auf Käse, auf Butter, Brot, alles. Jede Woche ist gefühlt so eine Dose davon leer. Von daher richtig, richtig cool. Wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr ja auch, dass wir bei so eine ganz tolle Frischkäsesoße mit dem Pasta Arowana machen. Die Blumenkohlpizza, da haben wir immer das Avocado-Topping und Guacamole-Gewürz. Und unsere Dressings, unsere Essigöl-Dressings mache ich immer mit einem Balsamico-Dressing-Mix von Just Spices. Und seit ein paar Wochen machen wir ja immer für mittags den Couscous-Salat. Da ist der griechische Dressing-Mix an. Hammer. Den habe ich jetzt auch direkt nochmal mit dem Code neu nachbestellt, weil wir haben einen Rabatt, keinen Rabattcode, wir haben einen Code, mit dem bekommt ihr das Avocado-Topping gratis zu eurer Bestellung auf 20 Euro dazu. Genau. Und wir werden jetzt essen und das feiern und hoffen, ihr feiert mit uns. So, ich habe jetzt gerade meinen Zug verpasst und warte jetzt auf die nächste Verbindung. Deshalb zeige ich euch immer noch mal mein Outfit of the Day. Ich habe euch das in den YouTube-Shorts auch schon gezeigt. Ich trage heute meinen schwarzen Pulli von And Other Stories. Der ist total alt und wäscht sich aber total gut. Trage den total gerne. Ich hatte heute noch überlegt, meinen Burberry Cardigan oder meinen Lily Silk Pullover anzuziehen. Und habe mich dann doch für einen komplett schwarzen Lady in Black Look entschieden. Mein Kelly-Gürtel, meine Beiling-König-Boy-Hose und die Boots des Winters. Also ohne die wäre ich durch diesen Winter nicht so gut gekommen, wie ich gekommen bin. Dadurch, dass die so eine dicke Sohle haben, wärmen die nämlich halt auch richtig gut, beziehungsweise lassen halt die Kälte nicht so durch. Im Hintergrund sieht man den neuen Stepper. Ich habe richtig Muskelkater in den Waden von vorgestern. Da stand ich jetzt 62 Minuten drauf und ich glaube, für den Start war das vielleicht ein bisschen übertrieben viel. Aber die Zeit verging einfach wie im Flug, weil ich ja parallel gezockt habe. Und ja, weiß ich auch nicht. Heute Morgen, gestern war das schon so, dass ich dachte, Und heute Morgen, als ich aufgestanden bin, ich konnte die Beine erst gar nicht lang machen. Deshalb sind Dehnübungen auf jeden Fall immer super, super wichtig. Ich habe jetzt aber auch seit anderthalb Wochen keine Zeit gehabt für Yoga. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass ich diese Woche dreimal ins Büro will. Heute ist der zweite Tag und ich denke mir nur, das geht heute schon irgendwie kaum, nochmal ins Büro zu fahren. Und morgen dann nochmal. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich meine, ich bin früher jeden Tag ins Büro gegangen, ne? Also ich kenne das Spiel. Aber ich habe 2 Jahre nur im Homeoffice gearbeitet und habe mir da meinen Lebensrhythmus auch zu aufgebaut und alles irgendwie auch umgestellt und meine Routinen entwickelt. Und das hat so gut für mich funktioniert, dass ich jetzt halt einfach merke, dass das andere für mich in der aktuellen Lebensphase, wo ich bin, nicht so gut funktioniert. Und da könnte ich schreien und heulen und jeden Morgen irgendwie versuchen, einfach halt das Beste draus zu machen, weil ich kann die Situation halt momentan leider nicht ändern, aber das ist richtig schwer momentan für mich. Und ich weiß, da draußen sind super viele, die jeden Tag ins Büro gehen oder jeden Tag ins Krankenhaus fahren oder wo auch immer ihr arbeitet. Ich habe das früher auch nie vermisst, als ich jeden Tag ins Büro gefahren bin. Ich kannte das ja gar nicht, beziehungsweise es stimmt nicht ganz, eine Freundin von mir hatte damals angefangen, remote zu arbeiten und so richtig remote. Also sie konnte, sie hatte das ausgetestet, mal von Bali, mal von Teneriffa aus, Kopenhagen. Also überall gibt es ja diese Coworking Places und da habe ich schon immer hingeschaut quasi und fand das so toll und habe mir diese Möglichkeit total gewünscht. Und jetzt hatte ich sie in einfacher Form Homeoffice. Also wir sprechen hier noch nicht davon, dass ich hier 3 Wochen von Bali aus arbeite. Und jetzt wird mir das fühlt sich so richtig an, das wird mir weggenommen wieder. Obwohl ich natürlich weiß, dass das eine Sonderregelung wegen Corona gewesen ist. Also es fühlt sich richtig an, als wäre mir das weggenommen worden. Und ich versuche den Blick immer so zu wenden, zu sagen, naja, zumindest hast du dadurch schon mal 50% Homeoffice. Und dann kommt aber auch die andere Steffi, die sagt, naja, bei anderen Unternehmen, da könntest du noch viel, viel mehr irgendwie haben. Aber ich bin glücklich da, wo ich bin. Ich will mich gar nicht verändern. Aber das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich immer mehr halt einfach merke, dass das jeden Tag wieder ein Thema für mich ist, ins Büro fahren zu müssen. Und
dieser Zwang halt auch dahinter. Es ist halt nicht freiwillig. Es ist halt nicht uns freigestellt zu kommen und zu gehen, wie wir wollen, solange wir unsere Arbeitsleistung erbringen, sondern es gibt halt diese Ansage dahinter. Und durch diesen Zwang ist das Ganze halt, ja, so zwanghaft. So, jetzt haben wir schon mal 4 Minuten, wie ich sehe, von meiner Wartezeit auf jeden Fall umgebracht. Ich bin echt gespannt, wie ihr da so zusteht, weil, ja, wahrscheinlich nicht jeder von euch die Möglichkeit hat, Homeoffice zu machen. Und es ist ja auch nicht für jedermann, es muss ja auch nicht für jedermann sein, aber ich glaube, wir kommen immer mehr in eine Gesellschaft, wo wir uns halt auch angucken müssen, wie ein Arbeitnehmer seine Arbeit am besten leisten kann. Und ich merke, dass ich am produktivsten bin, wenn ich in einer schönen, ruhigen Umgebung arbeiten kann. Und die habe ich hier. Die habe ich aktuell nicht im Büro. Da habe ich meine Kollegen, das ist auch mein Netz für Austausch und so. Deshalb heißt es halt auch immer, dass wir so viel ins Büro kommen sollen, wegen dem ganzen Austausch. Nur wenn ich mich dann an 50% meiner Arbeitszeit irgendwie austausche, dann schaffe ich meine Arbeit halt auch nicht. Ne? Also ganz, ganz schwieriger Punkt. Ganz, ganz schwierig für mich, damit umzugehen. Ich krieg das nicht so richtig gebacken irgendwie. Und vor allem habe ich halt meine Routinen nicht. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe vorgestern, deshalb kam ich ja auf dem Stepper gestanden, und habe morgens sogar mein Hanteltraining gemacht. Gestern habe ich gar keinen Sport gemacht. Heute, toller Tag, ist Kevins Geburtstag. Deshalb habe ich jetzt aber auch keinen Sport geschafft. Ich wollte eigentlich direkt auch schon meinen App-Workout machen. Habe ich gedacht, nein, ich decke erstmal schön den Geburtstagstisch und so. Und habe alles fertig gemacht und dann war das jetzt irgendwie durch. Und das Nervige ist, ich hätte jetzt Zeit gerade, meine 10 Minuten App-Workout zu machen. Aber guckt mich an, ich mache doch jetzt kein App-Workout mehr. Also ich ziehe mich ja jetzt nicht nochmal um und wasche mich danach nochmal, dusche mich danach nochmal neu. Das mache ich ja nicht. Also von daher funktioniert das auch wieder nicht. Und irgendwie nervt mich das gerade so richtig extrem einfach an. Ja. Aber hey, positive Vibes. Ich versuche mir dann aber auch immer wieder so Dinge vor Augen zu führen, dankbar dafür zu sein, dass ich überhaupt arbeiten darf, dass ich eine Arbeit habe, dass wir als Frauen arbeiten gehen dürfen. Das war ja auch vor ein paar Jahrzehnten noch nicht so der Fall oder es ist auch heutzutage in manchen Ländern nicht der Fall. Dann mit dem schlimmen Erdbeben in Syrien und in der Türkei, dass ich dankbar bin, dass unser Zuhause hier heil steht. Also es gibt so viele Dinge, für die ich dann auf der anderen Seite wieder dankbar bin und kommen mir gleich sofort die Tränen irgendwie. Oder auch alleine Kevin, heute ist Kevins Geburtstag, also sein ganz besonderer Tag. Und hätte es den vor 31 Jahren nicht gegeben, diesen Tag, an dem er geboren worden ist, dann könnte er mein Leben nicht so bereichern, wie er das tut. Und jetzt kommen mir wirklich die Tränen, mein Gott. Bin auch so ein kleines emotionales Ding hier, ne? Also es gibt so viel, wofür ich dann versuche, dankbar zu sein und den Fokus einfach anders zu setzen, weil ich mich gar nicht auf dieses Negative fokussieren möchte. Beim Office-Homeoffice-Part ist das so ein Bereich, da gelingt mir das noch nicht so gut. Da habe ich, wie man dann so schön sagt, ein Handlungsfeld. So 7 Minuten um, aber ich will euch ja jetzt auch nicht so lange, wie ich hier warten muss, volltexten. Von daher machen wir jetzt hier einen Cut. Guten Morgen, heute ist der 3. Homeoffice-Tag. Und das Wetter ist irgendwie total verrückt. Mein Kollege sagte gestern noch zu mir, dass es heute wieder kälter werden soll. Und jetzt laufe ich hier tatsächlich erstmal dieses Jahr mit meinem Mantel in der Hand rum, weil mir einfach gerade viel zu warm gewesen ist. Und für so kurze Strecken von 10, 15 Minuten, würde ich sagen, reicht es heute auch völlig aus, dass man keinen Mantel braucht, weil man einen dicken, dicken Pullover anhat. Also irgendwie ganz verrückt. Ich bin echt kaputt. Heute ist jetzt der 3. Tag in Folge für ein Office-Tag und ich mache das ja einfach irgendwie fertig. Gestern war ja Kevins Geburtstag noch und dann wollten wir abends eigentlich noch schön essen gehen, aber Kevin war auch so kaputt von seinem Tag und kam nach Hause und war ganz süß kuschelig und dann haben wir erstmal ein Stück Benjamin-Blümchen-Tarte gegessen, weil an seinem Geburtstag gibt es immer Benjamin-Blümchen-Tarte, sein absoluter Lieblingskuchen. Das ist diese Tiefkühlversion, glaube ich, von Koppenrattenwiese müsste sie sein. Und ja, eigentlich wollten wir zu dem Italiener, den wir letztens entdeckt hatten. Und dann hatte er gesagt so, wollen wir nicht zu Hause bleiben? Da habe ich gedacht, es ist dein Tag, es ist dein Geburtstag, dein besonderer Tag. Und das heißt, dass wir
was ganz Besonderes machen. Und was ganz Besonderes kann aber auch was ganz Einfaches sein, was wir für uns einfach besonders machen. Und dann haben wir uns einfach nur Pizza bestellt. Die war auch richtig gut, sehr lecker gewesen. Und er war happy und ich war happy. Und ja, dann hatten wir einen ganz ruhigen, kuscheligen Abend. Ich habe noch eine halbe Stunde wieder auf dem Stepper gestanden. Seit heute geht es auch wieder so mit meinen Waden. Die letzten zwei Tage waren echt schlimm. Ich hoffe, jetzt wird es nicht zu laut, ihr könnt mich da verstehen. Aber genau, und habe dabei Hogwarts Legacy dann wieder gezockt. Ach, das Spiel ist einfach toll. So, letzter Tag und morgen ist aber auch noch ein Arbeitstag. Es fühlt sich an, als müsste heute dann nach Wochenende sein, weil ich so erledigt bin. Aber nein, morgen ist noch ein Arbeitstag. Aber ja, Gott sei Dank, kein Homeoffice-Arbeitstag. Oh, ich bin so geschafft von der Woche. Heute ist Freitag. Ich mache mich gerade fertig. Kevin ist gerade aus dem Haus. Ich habe gerade Haare gewaschen. Ich habe jetzt endlich wieder mein Philipp Kingsley Shampoo. Das hatte ich jetzt ja final dann doch in der kleinen Größe noch bestellt. In der großen Größe habe ich einmal bei Amazon bestellt, bei so einem Unterhändler, und einmal direkt auf Look Fantastic. Bei Look Fantastic musste ich alles über Paperwork abwickeln. Der Kundenservice ist so grottenschlecht. Also da werde ich so schnell nicht wieder bestellen. Da habe ich noch nie was bestellt, meine erste Erfahrung. Jetzt habe ich es in der kleinen Größe direkt bei Amazon bestellt. Also echt, ja, ich habe das Shampoo wieder. Ich kann mir jetzt endlich wieder nochmal die Haare waschen. Ich mache mich jetzt gerade fertig. Und ich merke, diese Woche war echt so hart irgendwie. Es war so viel los, diese drei Arbeitstage. Ich saß gestern Morgen noch heulend auf der Arbeit, wegen diesem Druck, wegen diesem Office. Und ich denke mir, das kann doch nichts sein. Man muss mich doch anhand von meiner Leistung bewerten, die übrigens sehr gut ist, wenn ich das mal so sagen darf. Meine Arbeitsleistung auf der Arbeit ist sehr gut. Es kann doch nicht sein, dass ich da heulend sitze, nicht weil der Druck wegen der Arbeit so groß ist, nur wegen diesem Homeoffice-Thema. Aber egal, ich ziehe mich jetzt einmal an. Ich habe übrigens, ihr dürft es nicht weiter sagen, im April haben wir wieder eine Kooperation mit Lily Silk. Und da habe ich mir wieder etwas aussuchen dürfen. Und unter anderem wollte ich jetzt ja schon vor lange den nudefarbenen BH haben. Und den habe ich mir mit ausgesucht. Und ich habe gefragt, ob ich den schon anziehen darf vorher, weil ich den so unbedingt für manche Outfits brauche. Weil ich, wenn ich helle Klamotten trage, dann kann ich den schwarzen ja schlecht drunter ziehen. Und jetzt, wo es langsam, auch Gott sei Dank, anfängt wärmer zu werden, trägt man ja auch nicht mehr unbedingt einen dicken Pulli so viel drüber. Also das wird jetzt noch kommen. Also da bin ich ganz zuversichtlich, dass es jetzt wärmer wird und dass man nicht unbedingt immer mehr dicke Pullis tragen muss. Wenngleich ich dem schon ein bisschen hinterher weine. Ich hatte gestern meinen von bei den König an, den grauen. Und auch der ist einfach so toll. Und ja, die werden mir auch fehlen, aber die werden dann ihre Phase wieder zum Winter diesen Jahres bekommen. Alles hat seine Zeit. Auf jeden Fall dürfte mich nicht verpetzen, aber ich trage den BH jetzt schon, auch wenn die Kooperation erst im April ist. Aber sie hat gesagt, das ist in Ordnung, wenn ich den BH trage. Darüber werde ich nachher dann ein T-Shirt anziehen oder den Pullover, irgendwie weiß ich das noch nicht so. Ich bin ein bisschen neben der Spur, wie man merkt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich heute so viel zum Aufarbeiten habe, weil es gewisse Tätigkeiten gibt, für die ich im Büro einfach keine Ruhe habe. Und die muss ich jetzt alle heute machen. Und Kevin fährt übers Wochenende weg. Erst heute Abend nach Leer und von morgen fährt er da mit seinen Kumpels weiter nach Amsterdam, weil die für einen Kumpel dann Junggesellenabschied veranstalten. Deshalb ist er das ganze Wochenende weg und ich mache mir Gedanken, wie er alles mitbekommt, weil er braucht ja Sachen so für heute Nacht. Aber dann machen die Nacht von Samstag auf Sonntag in Amsterdam durch. Und da kann er die Sachen ja schlecht irgendwie alle mit sich rumtragen. Weil alles, was er jetzt mitnehmen muss, hat er dann auch mit sich rumtragen. Ja, und das geht mir so durch den Kopf. Ich glaube, er beschäftigt sich damit auch, aber ich irgendwie noch viel mehr, obwohl ich ja nicht betroffen bin. Aber ich will ja, dass es ihm gut geht. Von daher ist heute ein sehr voller Tag. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Zähne geputzt habe ich schon. Ich filme jetzt einfach die Haare. Und dann sehen wir weiter.
Ich habe übrigens für diejenigen, die die bei den König Boy-Hose auch so lieben und sie sich entweder nicht kaufen, weil sie zu teuer ist oder sie gekauft haben, die aber nicht so richtig passte. Ich weiß, ein paar von euch hatten das Thema, dass die am Po, glaube ich, nicht so gesessen hat, wie sie soll, dass sie da so eine komische Falte geworfen hat. Ich habe jetzt bei About You eine Hose gesehen und habe sie mir jetzt bestellt. Das kam daher, dass ich hatte doch letztes Jahr im Sommer mal was da bestellt oder im Herbst. Und dann hatten die doch so eine Second-Hand-Tüte mitgeschickt, dass man halt Sachen da hinschicken kann. Dann dauert das ehrlicherweise sehr, sehr lange, bis die Sachen bei denen eingestellt sind. Aber die verkaufen die dann quasi für einen. Und von dem Verkaufserlauf bekommt man dann einen Gutschein und den kann man bei dem Shop dann einlösen. Und ich hatte da so ein paar Sachen hingeschickt, die ich jetzt nicht einfach so weggeben wollte, wo ich jetzt aber auch selber keine Lust mehr hatte, die einzustellen oder eingestellt hatte und die sind nicht verkauft worden. Und da hatte ich jetzt nämlich den ersten Gutschein über 23 Euro von einem Verkauf bekommen. Und deshalb hatte ich auf der Seite geguckt und ich gucke immer noch mal nach Hosen. Ich suche momentan quasi wie die Boy eine Hose in Grau. Falls ihr da einen Tipp habt, eine Hose, die halt oben Schlaufen im Idealfall hat, wo man Gürtel durchziehen kann, die halt so spitz zulaufend ist wie die Boy, oben aber so ein, zwei Buntfalten genäht hat, dass sie so schön fällt. In Grau suche ich momentan, gerne in so einem Dunkelgrau. Falls ihr einen Tipp habt, gerne in die Kommentare schreiben. Die hatten auf jeden Fall von der Marke von Lena Gerke, Légère, eine Hose, die mich sehr an die Boy erinnert. Und die hat leider keine Gürtelschlaufen, aber ansonsten hat die zwei Buntfalten, die spitz zulaufend. Und die gibt's in Schwarz, in Dunkelbraun und in Beige. In Schwarz kostet sie regulär 100 Euro. Und in Beige ist sie momentan um 50% reduziert. Ich habe das jetzt auch schon mit euch auf Instagram geteilt. Und die Beige habe ich mir bestellt, denn ich liebe die Boy. und ich habe sie auch in Schwarz und Beige. Allerdings ist das so ein Beige-Ton, der irgendwie noch so einen Unterton hat. Der ist manchmal sehr schwer von den Farben zu kombinieren. Das ist nicht so das Beige, wie ich es mir im Idealfall vorstellen würde. Und die Hose sieht so aus, als wäre das so ein Beige-Ton, wie er ideal wäre. Ich verlinke euch die unten auf jeden Fall einmal. Ich fand, die sah richtig schön aus. Im nächsten Vlog kann ich euch wahrscheinlich dann zeigen, wie sie getragen sitzt. Aber die eine, die im Sale ist, wie gesagt, wahrscheinlich wird die nicht mehr so lange verfügbar sein, kann ich mir vorstellen. Eine Größe war, glaube ich, auch schon ausverkauft. Und ja, verlinke ich euch auf jeden Fall. Und nochmal, falls ihr da auch nochmal stöbern wollt. Happy Weekend, ihr Lieben. Es ist endlich soweit, das Wochenende ist da und ich freue mich total. Also einerseits bin ich ein bisschen traurig, weil Kevin ja das ganze Wochenende nicht hier ist. Ich habe jetzt aber schon angefangen, Sachen für ihn rauszulegen und mache jetzt gleich noch weiter. Ich wollte jetzt aber die Gelegenheit nochmal nutzen, euch zu zeigen, was jetzt die letzten zwei Tage noch an Paketen gekommen ist. Also wir haben nämlich noch eine wunderschöne Sache bestellt für meine Mami zum Geburtstag. Und zwar liebt meine Mama ja irgendwie gefühlt immer alles, was ich auch liebe. Und das ist etwas, was ich noch nicht habe, was aber auf meiner Wunschliste steht. Also nicht auf der, die ich gefilmt habe, aber grundsätzlich auf meiner Wunschliste, seit ich es mal getestet habe. Und es kommt in dieser wunderschönen Box. Und der ein oder andere Insider weiß dann jetzt auch, was es ist. Und es ist irgendwie so cool verpackt, weil man kann das erst öffnen, wenn man die ganzen Schleifen hier auf hat. Das mache ich mal kurz. Richtig cool verpackt. Jetzt hoffentlich fällt nichts raus und dann kann man das zur Seite rausziehen. Das ist eine Box von Byredo. So, ich will ja jetzt eigentlich Mamas Geschenk nicht auspacken, aber ich will natürlich sicher gehen, dass das drin ist, was ich bestellt habe. Aber guck mal, wie schön das verpackt ist. Hier mit dem kleinen Sticker. Füllmaterial. Oh, wie kann ich das denn jetzt gucken? Ich kann das jetzt an der Seite herausziehen. Und zwar ist das Richtige, diese wunderschöne Handseife Tulip Mania von Byredo. Ich habe ja wir haben momentan ja von Jo Malone eine Handseife. Die liebe ich über alles, finde ich richtig toll. Aber ich wollte jetzt einfach auch nochmal eine andere haben, weil ich auch das Packaging einfach so mega
simpel, ganz einfach, ästhetisch, minimalistisch, wunderschön einfach finde. Und der Geruch Tulip Mania, der hat mir richtig gut gefallen. Die sind recht kostspielig, muss man immer sagen, für eine Handseife. Ich finde sie aber auch deutlich ergiebiger als die Handseifen, die man so in der Drogerie bekommt. Ich würde sagen, die sind konzentrierter. Man braucht da immer nur so einen Tropfen von. Und es hält halt total lange. Wann habe ich unsere von Jo Malone gekauft? Ich würde sagen, das ist schon über ein halbes Jahr her. Und dafür bin ich dann einfach bereit, dafür halt auch so ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und Mama weiß einen guten Duft zu schätzen. Wir haben ihr ja zu Weihnachten die so ein Sechser-Set Jo Malone Düfte geschenkt in dieser Miniaturvariante. Und die liebt sie total. Und ich hatte erst überlegt, ob wir ihr einen Duft von Byredo schenken. Und dann habe ich mir gedacht, auch schon wieder ein Parfum, ist irgendwie jetzt nicht so kreativ. Von Monica Vinader liebt sie die Ohrringe, genau wie ich. Da haben wir jetzt aber auch wieder was geschenkt und sie hatte sich letztes Jahr auch beim Black Friday Sale was gekauft. Und dann habe ich gedacht, dann kriegt sie von uns diese wunderschöne Seife. Und ich kann nur empfehlen, wenn ihr Sachen von Byredo shoppen wollt, das auf deren eigener Webseite zu tun, weil die Sachen gibt es durchaus auch woanders zu kaufen, weil dann könnt ihr nämlich 2 kostenlose Brötchen aussuchen und die behalte ich für mich. Das sind nämlich meine Düfte Blanche und Byredo und alleine hier dieses Packaging ist wieder so mega schön. Es sieht eher aus, als wären da Streichhölzer drin. Das werde ich jetzt mal kurz mit einem Messer auftrennen. Blanche an Balderfreak. Balderfreak ist bei mir momentan alle und ich möchte mir den unbedingt nachkaufen. Momentan habe ich das Geld nicht so über dafür. Und Blanche, da habe ich noch diese, nicht so eine kleine Probe, sondern diese, ich weiß gar nicht, wie viele Milliliter da drin sind, aber da konnte man sich 3 von denen aussuchen und individuell zusammenstellen. Das hat sich total gelohnt, um den Duft mal intensiver für eine längere Zeit zu auszutesten. Dieses 3-Set verlinke ich euch mal unten. Ihr könnt nämlich individuell die Düfte zusammenstellen. Und es gibt, glaube ich, manchmal schon vorgefertigte Sets, aber es gibt halt auch eins, da kann man sich die ganz individuell zusammenstellen. Man könnte zum Beispiel sich auch 3-mal den gleichen Duft da reinpacken, wenn man sagt, oh, ich brauche einfach von meinem Lieblingsduft, Balderfreak brauche ich einfach immer nur kleine Flaschen, so zum Reisen für die Handtasche. Dann ist es absolut perfekt oder halt auch zum Austesten, so wie bei mir. Und ich finde die super, dass ich die jetzt so für unterwegs dann habe. Richtig toll. Ein sehr platzsparender Karton, wenn man ihn dann so zusammengefaltet hat. Ich habe mich übrigens eben gedacht, das waren gar keine Schleifen, das war einfach nur ein Knoten. Das kommt jetzt wieder weg. Da wird sie sich richtig doll drüber freuen. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich hatte noch keinen einzigen Eiskaffee diese Woche, weil ich ja jeden Tag ins Büro musste. Deshalb läuten wir dieses Wochenende, oh, ich strahle schon wieder, endlich, dieses Wochenende mit einem wunderbaren Eiskaffee ein. Oh, endlich. Auf das so richtig, richtig verdiente Wochenende. Prost! Habe ich euch eigentlich schon gesagt, was ich jetzt am Wochenende vorhabe? Denn ich werde diesen Vlog jetzt hier beenden, weil ich glaube, der ist jetzt schon lang genug. Und ich glaube, ich werde ihn jetzt immer so von Samstag bis Freitag schneiden, weil ich dann das Wochenende Zeit habe, den zu schneiden und bis Dienstag für euch online zu stellen. Ich glaube, das passt am besten. Genau. Was mache ich am Wochenende? Morgen treffe ich mich erstmal mittags mit einer Freundin auf einen Kaffee und abends kommt eine Freundin, wir machen eine Pyjama-Party. Ich freue mich so, weil Kevin ist ja nicht da und deshalb habe ich stummfrei sozusagen. Und da werden wir einen Filmabend machen, wir werden Pizza selber machen und werden, ich habe noch nie den Pizzateig aus dem Thermomix gemacht, obwohl mir so viele immer davon vorgeschwärmt haben, aber irgendwie hatte ich im Vorwege immer nie die Zeit. Deshalb machen wir morgen selber Pizza. Mit dem Pizzateig werde ich nachmittags schon vorbereiten. Und dann werden wir die sehr, sehr schönen Berliner, da freue ich mich schon total drauf. Sie bringt noch die Süßigkeiten mit zum Snacken und dann übernachtet sie hier und dann frühstücken wir Sonntag total schön noch zusammen. Und nächste Woche sind wir einmal eingeladen auf den Geburtstag von meinem Onkel. Dann habe ich mir einen Kochkurs gebucht. Also wir kochen allerdings quasi nicht, weil wir machen Sushi selber. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, mehr dann erst im nächsten Vlog.
Wir haben nächstes Wochenende nämlich auch noch was Schönes vor. Ich wollte diesen Vlog auf jeden Fall aber noch einmal beenden und etwas näher nochmal auf die Just Spices Gewürze eingehen, denn das war die zweite Bestellung, die jetzt angekommen ist. Ich hatte mir jetzt nachbestellt, hatte ich mir griechischer Dressing Mix. Das ist das, was ich immer ranmache an unsere Couscous-Salate. Und zwar packe ich in eine große Schüssel Couscous-Salat ein Drittel dieser Box. Das klingt jetzt nach viel, aber die große Schüssel Couscous-Salat, da sind 250 Gramm Couscous drin, eine Gurke, eine Paprika, eine Schalotte, entweder ein oder zwei, je nachdem wie groß sie sind. Zwei Gläser Kichererbsen mache ich mittlerweile ein. Ich habe erst mit einem Glas gestartet, aber zwei sind deutlich besser, weil die Kichererbsen hier wieder Proteine haben und auch dafür sorgen, dass es sättigend ist. Und ein Feta bzw. diesen Hirtenkäse, cremigen Hirtenkäse von Aldi. Und genau, dadurch ist so eine große Menge, davon können Kevin und ich 3 bis 4 Tage essen. Also sind das quasi 6 bis 8 Portionen. Und dann ist ein Drittel tatsächlich wieder nicht viel. Deshalb habe ich aber auch direkt 2 nachbestellt, weil wir den halt momentan super viel verbrauchen. Den kriege ich bei uns auch nicht im Supermarkt und deshalb ist das total super. Ich bin ja auch jemand, der die Gewürze oft im Supermarkt kauft, merke jetzt aber, dass ich nicht alles bekomme und das eigentlich total sinnvoll ist, immer mal ab und an so eine größere Bestellung rauszujagen. Vor allem, weil wir jetzt auch diesen tollen, nicht Rabattcode haben, aber das ist immer ein Gewürz umsonst kriegt. Aktuell ist das Avocado-Topping. Dann habe ich noch nachbestellt Pasta Allrounder. Das ist das, womit wir die Frischkäsesoße immer machen. Das Rezept habe ich bestimmt in irgendeinem Blog schon mal verlinkt. Und Stullen Spice haut Kevin, der inhaliert die quasi, weil der haut die auf jedes Brot, hat er ja auch gesagt. Und dann wieder Balsamico Dressing Mix habe ich jetzt mal in diesen Tütchen nachgekauft. Wir haben das ja sonst auch immer in einer Dose. Ich habe aber rausgerechnet, dass die Tütchen günstiger sind als die Dosen. Von daher, ich habe ja genügend Dosen und ist ja auch klar, die Dose kostet ja auch irgendwie, die ist hochwertiger von der Verpackung. Deshalb werde ich jetzt die leere Dose mit den Tütchen dann auffüllen. Also so ist momentan jedenfalls der Plan dahinter. Und dann, und für diejenigen, die Just Spices nicht interessiert, können Sie jetzt hier auch gerne abschalten, denn ihr kommt hier auch an der Stelle nicht. Da sage ich schon mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Vlog. Und für diejenigen, die noch Lust auf Just Spices Gewürze haben, wollte ich euch nochmal zeigen, was wir sonst so mit denen machen. Weil ich habe das, in den letzten 3 Jahren habt ihr das in vielen Vlogs oder in anderen Videos gesehen. Aber falls ihr die nicht jetzt alle nochmal neu gucken wollt, dann gebe ich euch nochmal Inspiration. Und zwar mache ich total gerne mittags doch mein Lunch Burrito. Dafür nehme ich einen Wrap, eine dünne Schicht Sambal Oleg, Kräuterremoulade und dann mache ich mir 3 Eier, die quirl ich vorher auf, würze die, dazu kommen wir gleich, dann mache ich die in der Pfanne und dann kommt das in den Wrap, dann falte ich das zusammen und das ist ein perfekter Mittagssnack, das ist super schnell gemacht. Die Kräuterremoulade, muss man sagen, ist jetzt nicht so gesund, aber der Rest davon ist halt super gesund und halt auch schön sättigend. Deshalb, ja, eine sehr gute Variante. Und würzen tue ich das immer mit dem Rührei-Gewürz und einer Prise Curry. Ich habe mein Rührei früher immer so gemacht, dass ich Salz und Pfeffer und eine Prise Curry genommen habe. Und dann hatten wir im Adventskalender das Rührei-Gewürz. Und ich wäre vorher sonst nie auf die Idee gekommen, mir für Rührei ein Gewürz zu kaufen, weil ich immer zufrieden damit war, wie es quasi rausgekommen ist. Aber seit wir das haben, kaufen wir das immer wieder nach, weil ich das total mag, dass da dieser Schnittlauch mit drin ist, das Salz, Paprikaraspeln. Also da sind total leckere Geschmackszutaten auf jeden Fall drin. Und das Currypulver, das mache ich noch leer. Meine Mutter hat allerdings, die hatte sich mal so ein Set bei Just Spices bestellt und da gibt es auch ein Curry. Und Curry ist ja, ich dachte, also als Deutscher, gerade so als Kind denkt man ja, ja, Curry ist halt auch ein Gewürz, so wie Salz oder Pfeffer. Aber Curry ist ja am Ende des Tages eine Mischung aus verschiedenen Gewürzen. Sie stehen hier aber gar nicht drauf. Nee, stehen hier nicht drauf. Aber Curry besteht ja im Grunde aus ganz vielen verschiedenen Dingen. Und das Just Spices Curry, das geht ein bisschen draus hervor. Also da steht hinten einmal die Zutatenliste drauf.
Und da hat man auch so unterschiedlich, also das hier ist nur ganz fein und da sind so feine und so ein bisschen gröbere Sachen drin. Das schmeckt noch besser, muss ich tatsächlich gestehen. Da habe ich mich bei meiner Mama inspirieren lassen, deshalb werde ich das auf jeden Fall beim nächsten Mal nachkaufen. Dann machen wir ja total gerne und haben ewig nicht gemacht unsere Blumenkohlpizza. Da schreddern wir einen Blumenkohl, mischen den mit Parmesan, einem Teil Käse und Gewürzen. Und zwar Avocado-Topping und Guacamole-Gewürz. Hier ist nämlich so ein bisschen Knoblauchnote auch mit drin. Das kommt in den Boden. Dann wird das im Ofen vorgebacken. Darüber kommt eine Schicht passierte Tomaten. Es wird vorgebacken. Und wenn der Blumenteigboden quasi durchgebacken ist, dann holt man den raus, wenn der fertig ist, packt nur noch einmal passierte Tomaten drüber, mit Gewürzen gemischt, dann meistens italienische Kräuter und ich glaube auch Guacamole. Gewürz ist auf jeden Fall sehr lecker. Ich glaube, die benutze ich da immer. Und dann wird es dann bestrichen und dann belegt, so wie man möchte. Wir nehmen meistens so eine dickere Salami, die wir klein schneiden, oder man könnte sie auch vegetarisch belegen. Und dann kommt sie nur noch für 6 Minuten in den Ofen und dann ist sie fertig. Ach ja, und der Käse natürlich dann auch. Mega, mega lecker. Und da benutzen wir die beiden Gewürze richtig viel. Dann gerade im Winter vor allem das Zimtsterngewürz. Auch eines der Gewürze, die wir vor 1,5 Jahren jetzt im Adventskalender hatten. Und ich mag keine Zimtsterne. Deshalb habe ich erst gedacht, mit dem Gewürz kann ich, glaube ich, nichts anfangen. Und das liebe ich so an den Gewürzen, dass ich mir dann dabei überlege, was könnte ich denn damit machen? Und einerseits gibt es Inspiration auf deren Instagram-Feed oder auf der Webseite selber. Aber ich mache damit seither immer unser Bananen-Zimt-Porridge. Da habe ich früher einfach klassischen Zimt dran gemacht. Aber hier ist nicht nur Zimt drin, das ist auch der Großteil, 91% sind Zimt. Aber da sind auch Nelken drin. Sternanis, Vanille, Markisblüte, weiß jetzt nicht, wie die schmeckt, und Kardamom. Und diese Noten, Sternanis, Vanille, Nelke, die kommen da so toll durch. Mega! Das haben sie in dem Adventskalender damals auch quasi als Release gehabt. Oh, der Pasta-Arounder, das ist ja, also das Gewürz benutzen wir quasi jede Woche, wenn wir unsere Frischkäsesoße machen. Dann koche ich Nudeln, wir nehmen da ehrlicherweise meistens Dinkelnudeln, versuche ich zu nehmen, Vollkorn, dafür reicht es irgendwie nicht. Die schmecken einfach anders, aber Dinkelnudeln, denke ich, sind besser verdaulich. Zumindest ist das so, dass Kevin-Dinkelbrot beispielsweise besser verträgt als normales Weizenbrot. Deshalb bilde ich mir ein, dass es irgendwie besser verdaulich ist. Und dann mache ich im Ofen immer Cherry-Tomaten mit Olivenöl. Die lasse ich erstmal 20 Minuten im Ofen quasi garen, dann platzen die so schön auf, dann kommt ein Paket Frischkäse drauf und dann kommen, ich würde sagen, ich mache das immer, Pi mal Daumen, so 2 Teelöffel Pasta Allrounder da drauf. Dann kommt das nochmal in den Ofen, dann hat man so eine richtig tolle Frischkäsesoße mit diesen Tomaten dann da drin und diesen Gewürzen. Mega lecker. Alles, was mit Kartoffeln und Pommes zu tun hat, die aus dem Ofen kommen, das Bratkartoffelgewürz. Als ich das entdeckt habe, oh mein Gott, das hat mich so an früher erinnert. Beziehungsweise kennt ihr das? Es gibt so ganz wenige Pommesbuden, die so ein tolles Gewürz immer auf dem Pommes haben. Das ist irgendwie so leicht rötlich. Es ist wahrscheinlich nur Paprikapulver oder gemischt mit irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber da denke ich total daran, wie wir früher an der Ostsee unseren Campingplatz hatten. Und dann gab es da die Silbermöwe und dann habe ich da als Kind mein Schnitzel mit Pommes gegessen und da war immer dieses Gewürz drauf. Also da kommen so richtig Erinnerungen hoch. Und als ich das getestet hatte, also wir haben viele Gewürze über die Adventskalender getestet, das war für uns so eine tolle Möglichkeit. Wir hatten ihn letztes Jahr auch wieder, da waren dann noch andere Gewürze drin, das ist so toll, Sachen auszuprobieren. Dieses Bratkartoffelgewürz, das ist quasi genau das Gewürz, was da früher drauf gewesen ist. Deshalb liebe ich das so für diesen emotionalen Touch, den das das Ganze gibt. Und mache die gerne, wenn ich Ofenkartoffeln mache. Also quasi einfach nur Kartoffeln dann mit Olivenöl im Ofen. Sei es vorgekocht oder nicht vorgekocht. Oder halt Pommes, klassische Pommes, da das dann drauf. Oder aber, was das Gewürz natürlich auch sagt, Bratkartoffelgewürz. Kartoffeln in der Pfanne. Und ein Bratkartoffelgewürz, weil kann man natürlich auch so machen, wie es draufsteht. Richtig cool. Das Pizzagewürz werden wir morgen auf jeden Fall brauchen. Das werde ich wahrscheinlich auch mischen mit Aglio e Olio.
Und das dann für mit den passierten Tomaten verbinden, sodass wir dann die Soße für die Pizza haben. Genau, genauso Aki und Olio. Ah ja, Aki und Olio, das wollte ich eben eigentlich schon gesagt haben. Mit dem Pasta Allrounder machen wir das immer in die Frischkäsesoße. Sehr, sehr tolle Kombi. And last but not least habe ich jetzt fast vergessen. Oh mein Gott, Esra wollte es nicht von Just Spices. Aber unsere Salate, die wir machen. Der Juwelensalat, der aus verschiedenen Juwelen besteht, also verschiedenen Farben. Wir haben die roten Kronjuwelen, die Kidneybohnen da drin, Gurke, auch da wieder der Feta. Mittlerweile machen wir mal so eine Dose Thunfisch von Suppliqué mit da dran, auch eine Schalotte. Und dann setze ich immer ein Essigöldressing an. Dasselbe Essigöldressing, was ich bei dem Couscous-Salat nutze, wo ich den griechischen Dressingmix verwende. Und für den Juwelensalat benutze ich das Balsamico-Dressingmix. Lecker. Und dann immer noch einiges an Estragon. Ich finde diese Kombi, das ist einfach absolut perfekt. Wenn ihr das noch nicht getestet habt, Balsamico Dressing Mix mit Estragon. Wenn ihr mich jetzt fragen müsstet, welches meine Lieblinge sind, dann sind es eigentlich die, die ich jetzt schon rausgestellt habe, weil das die sind, die wir permanent verwenden. Wir haben noch ganz viele mehr, die wir auch teilweise verwenden. Bei manchen muss ich aber auch noch rausfinden, wie ich die selber nutze. Also falls ihr Lieblingsrezepte mit Just Spices Gewürzen habt, dann würde mich brennend interessieren, welche das sind und wie ihr die kocht und welches Just Spices Gewürz man dafür braucht. Weil wir haben noch ein paar Gewürze, die wir noch nicht ausgetestet haben. Wir sind manchmal auch so in der Routine, dass man so immer das Gleiche probiert. Aber diese Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe, sind immer so Dauerbrenner irgendwie bei uns. Da haben wir so unsere Routine drin, die sind nicht so mega kompliziert, die kann man gut kochen. Meine Favoriten auf jeden Fall die Dressing-Gewürze, griechischer Dressing-Mix und Balsamico-Dressing-Mix. Die sind mega. Mein Rührei-Gewürz für mein Lunch-Burrito, den ich jede Woche ein-, zweimal esse. Und der Pasta-Arounder. Und für Kevin wäre es auf jeden Fall noch das Stullen-Spice. Jetzt habe ich es irgendwie durcheinander gerollt. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche geschlossen sind. Ist aber auch egal. Kann ich gleich an die Deckel öffnen und dann nochmal herausfinden. Ich hoffe, der Einblick in unsere Küche hat euch gefallen. Übrigens, es ist noch im Bild. Hier stehen sie auch immer. Und wie ich immer zu sagen pflege, das habe ich auch in unserem Küchenvideo gesagt, ich finde es total gut, von einer Marke diese ganzen Gewürze zu haben, weil das für ein, ja man kann es erkennen, für ein einheitliches Bild sucht. In der Mitte haben wir die Ostmann-Gewürze, so diese Klassiker, Estragon und so, was man da so hat, Kreuzkümmel. Und unten dann diese ganzen verschiedenen Just Spices-Gewürze. Das macht es übersichtlich im Schrank. Ich kann die alle aufeinander stellen. Wenn ich jetzt da verschiedene Anbieter hätte, das wäre nichts. Und vor allem Gläser. Also manche Anbieter haben ja auch ein Glas. Wenn ich das da rausnehme, dann fällt mir eins runter. Das ist mir durchaus mit den Dosen auch schon passiert. Darunter ist direkt der Herd. Eine Plastikdose macht da kein Loch rein. Aber ein Glasgefäß, da würde ich wetten, da ist direkt die Platte kaputt. Dann kann ich gleich die Hausratversicherung informieren und sagen, Entschuldigung, ich brauche einen neuen Herd, mir ist da mal was runtergefallen. Ja, richtig cool. Also von daher lasst mich eure Rezepte wissen. Ich genieße jetzt meinen richtig, richtig wohlverdienten Eiskaffee und werde Kevin jetzt gleich zum Bad bringen. Macht's gut, ihr Lieben.